Die Taktik. Weil der läuft jetzt einfach vorbei. Er kann uns egal sein. So, weg mit. Problem ist, es sind ja zwei Runner. Du müsstest den zweiten Runner noch irgendwie ausfindig machen. Ja, der ist, steht da hinten. Das Problem ist, der steht bei Glasscherben. So, gleiches Spiel nochmal. Ich würde mich erst gern um die Klicker kümmern, weil das ist, glaube ich, die einfachere Version. Also die einfachere Taktik. Eins. Wir holen jetzt noch das Messer. Das lag hier. Dann müssen wir nämlich ganz craften. Das spart an Material. Im Geheim. Der andere ist, glaube ich, links. Ja. Der läuft aber raus. Arschloch. Tot. Jetzt würde ich mir den Holder zuerst den holen. Ja, der ist am weitesten weg. Also vom Rest. Da steht noch einer. Ist aber ein Sleeper. Da hinten steht auch noch einer. Da ist der Safe. Wenn, da muss ich von vorne reinschleichen. Aber wenn du jetzt drüber springst. Da ist auch der Safe. Ja. 50. Das hat sich gelohnt. Das hat sich definitiv gelohnt. Da ist nichts so. Flasche. Zum Glück können die nicht klettern. Den haben wir auch. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Wir machen hier mal ein bisschen Licht. Damit, dass die Zuschauer dann sagen, ey, ich sehe gar nichts. Okay, Leben ist voll. Brauchst du einen Kaffee? Frisch gepresst. Frisch gepresst. Das war der Ausgang. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch. Hier lang. So hast du es geschafft. Na los. Lass mir die liegen. Wir brauchen sie eigentlich nicht mehr, ne? Was denn? Ja, die anderen drüben, die anderen zwei. Drüben ist noch ein Klicker und normaler. Ja. Brauchen wir nicht, oder? Ich würde den würde ich so fertig machen. Die Frage ist, ob die jetzt angerannt kommen? Nee. Ich hab die nicht. Soll ich da glaube ich aber gerade nicht reinlaufen? Okay, jetzt muss ich gerade noch was schauen. 18 Schuss auch noch für den Revolver, also wir sind gut ausgestattet eigentlich. Aber irgendwie habe ich das dumme Gefühl, wir kommen hier gar nicht raus. Vielleicht brauchen wir doch noch irgendwie einen Schlüssel oder so. Aber das finden wir jetzt raus. Wo ist der nächste? Der läuft da drüben. Das heißt, wenn der da drüben läuft, ich sehe ihn gerade nicht.
Der ist da. Ist nur noch der, oder? Ja. Aber man muss trotzdem aufpassen. Die rennt vor der Fresse rum und er checkt's nicht. Und feiern. So, wir haben jetzt auf jeden Fall, was das betrifft, unsere Ruhe nach etlichen Anläufen. Jetzt war die Frage, wie kommen wir hier raus? Ich glaube, wir mussten es aufschießen, oder? Nee. Zum Glück liegt hier genug Munition rum. Dachte ich zumindest. Ja, ich sag's doch. Okay, wir schauen uns noch mal kurz um. Hier war der Safe, das war der Bookstore. Ja, das war hier, glaube ich, so eine Ausflucht. Weil ich glaube, die können nicht über, also diese Klicker. Nee, die Klicker können nicht, die können nicht über Hindernisse laufen, glaube ich. Nee, die nicht, aber die Runner. Die Runner schon, ja. Jetzt muss man gerade mal schauen, was wir hier noch machen müssen. Oder machen können. Also. Hier liegt vielleicht noch was Nützliches. Will ich es gerade nicht sehen oder kann ich es gerade nicht sehen? Ach, komm. Okay. Manchmal kann es so einfach sein. Weg da, ich... Verpiss dich von der Leiter! Oh Mann, wir haben es tatsächlich geschafft. Nee, ich hab's geschafft. Du hast gar nichts gemacht. Ja. Er auch nicht. Ja, ja. Wir können nicht. Ich mach seit 20 Jahren nichts anderes. Ja. Und man merkt, es wird wieder Tag, ne? Es wird heller draußen. Und das ist auch sowas. Wir werden ja nicht nur Tag- und Nachtzyklus haben, wir werden auch die Jahreszeiten durchgehen. Man hat es am Anfang gesehen, da stand da dick und fett Sommer. Und ich glaube, wir haben jetzt sogar die schwerste Passage an dem Punkt erreicht. Gleich drei. Das wird doch nichts. Ich weiß ja, was du vorhast, aber das wird nichts. Ne. You fucking with the best. Die sind ja fucking bescheuert. With the best. I tell you. Und Trick 17. Weil wenn es da eine Tür gibt, gibt es da noch eine zweite. Ja, die habe ich schon gesehen. Halt ich mal auf. Die Tür habe ich schon gesehen. Das Tür? Hättest du gesehen? Das Tür habe ich schon gesehen. Das Tür? Mhm. Das Tür hast du gesehen? Ja. Das will ich sehen, dass du das gesehen hast. Spul zurück. Okay, die war auch von der Armee. Das reimt sich. Die war voll hässlich. Das war ein Reim, ich lasse es lieber sein. Oh. Bam! Die hat keine Kopfschmerzen. Bam! That's a bam! That's a bam! Ja. Die hätten wir eher reingemischt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Hm. Zufällig ist da auch so eine Schräge. Ja, nur zufällig. Ich
Ich glaube, wir müssen hier hin mit dem Ding. Okay. Ja. Hoch. Hoch. Klettert hoch. Ellie? Wo ist Ellie? Da kommt Ellie. Jo, Tomb Raider lässt grüßen. Oh, da ist doch bestimmt noch was drin. Na, neues Kantholz haben wir, brauchen wir nicht. Medizinische Broschüre. Ja. Okay. Liegt da sonst noch was? Zur Kenntnis genommen. Nee, ne? Wir brauchen noch Messer. Mindestens eins. Aber ich glaube, ich mache eh gleich zwei. Und dann werde ich mir noch ein Molotow-Cocktail gönnen. Für den Fall der Fälle. Und wir können den Lauschmodus Distanz machen wir gleich hoch. Ja, das ist zum Beispiel gut. Das sieht man leider nicht wegen der Cam gerade, wie viel wir da haben. Aber ich soll nicht weiter mal links rüberziehen. Oben links wäre nichts, ne? Aber dann müssen wir das Kamerabild wieder drehen. Nee, musst du nicht. Machst du einfach nur das Ding darüber. Ja, ich weiß. Aber dann schaut es aus, als würden wir aus dem Bild gucken. Ich höre nichts. Sie kommen. Ich weiß. Ist ja gut, wenn du es weißt. Ja. The thing you have to deal with all the time. Klatsch. Du hast da was im Gesicht und dann fällt die Banane aus dem Maul. Weißt du, aber lag die Kanone? Ja. Du hast da was am Mund. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere. So, das war Onkel Helmut. Was hat die gemacht, Alter? Das war Onkel Helmut, der hat auch immer die oder der streichelt auch Hauswände. Und wir haben eine Werkbank. Das ist schon mal gut, weil wir haben jetzt ja ordentlich. Wir haben ja ordentlich Stuff jetzt. Kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt. Aber wir haben noch keine Werkzeugkiste. Das heißt, wir können nur hier bis jetzt was machen. Und ich wäre dafür, dass wir den Standard 9mm erweitern. Die Frage ist, inwiefern Magazinkapazität oder Schusskadenz? Nee, wir haben ja noch ordentlich Zeug. Also wir haben über 50. Wir könnten alles mindestens einmal hochziehen. Ja gut, Langwaffe und so haben wir ja nicht. Ein Revolver wäre Schwachsinn. Erstmal, weil da hauptsächlich man, ich, auch keine, da kannst du auch keine Magazinkapazität nehmen. Die nehmen wir auf jeden Fall mal. Hauptsache rein. Spielst du sowieso mit Pistole. Schussfolge, damit es schneller geht. Na, ich mache alles voll fertig. Ja, Nachladetempo. Die werden wir am meisten benutzen. Ja. Das schaut schön aus, Freunde. Jetzt gucken wir aber trotzdem uns nochmal hier um, weil meistens ist es so, dass bei einer Werkbank, in der Nähe von einer Werkbank, ist meistens auch noch Stuff, den man sich reinziehen kann. Aber anscheinend hier nicht der Fall. Dann wollen wir noch weitergehen. Munition stecken ein. Schublade aufmachen. Es ist immer schade, wenn du 10 Schubladen aufmachst und keiner ist was drin. Jetzt dachte ich, hier liegt was, hier ist eine Schublade, da liegt eine halbe Schere drin, finde ich immer auch lustig. Eine halbe Schere. Als ob irgendwo einer die ganze Zeit rumrennt und die ganzen Scheren zerbricht. Also ich weiß ja auch nicht. Das war die Tür, dann war das die Tür hierher. Nochmal umschauen. Aber ich sehe hier nichts. Du? Nee, ne? Geh noch mal hinten in die Ecke rein. Wo? Ja, ich schüttel mal. Sorry, das war ich. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Hinten hier? Da in der Ecke. Sauer. Oho.
Guter Kampf, Sherlock. Ich wollte es nochmal machen. Zweimal Dreieck, ne? Ne, Rennen und Dreieck. Ah. Dann macht er das so. Rennen und Dreieck und dann stürmt er die Tür auf. Ist wahrscheinlich bei einer Flucht gar nicht mehr so verkehrt, ne? Ja, nun gut. Hier war noch was? Hier liegt noch. Ich glaube, ich craft gerade mal noch mal ein Messer. Ach, wir haben nicht genug Klebeband. Okay. Was konnten wir dann noch machen? Wir haben 3 Medipacks, ne? Könnten wir eigentlich noch einen machen? Was? Medipack oder? Ne, Molly. Joel hat Schmackes in der Arm. Ich lebe. Ich lebe. Ich werde außen rumgehen. Tess. Nein. Nein. Scheiße. Ihr seid so blöd. Ja, die Frage ist, wer ist blöder? Wie oder die? Lauschmodus? Ollo. 3 Stück. Ja, okay, der ist ja. Wie viel Messer hast du? 2. 2. Ruhig. Plumps. Plumps. They were all dead. Get down. Get down. Normalerweise müsste die ganze Bude fackeln, wenn ich mir so einen Holzboden anschaue. So, haben wir hier jetzt noch was? Oder habe ich jetzt alles schon dementsprechend erledigt? Und wir haben nur ein Messer verschwendet. Du kriegst, glaube ich, auch später irgendwann einen Bauplan, dass deine Messer praktisch... Ja, die wandern besser. Da also kannst du dann diese Klicker abblocken. Ja, das ist... Nee, das ist das Verteidigungsding. Aber du kannst dann, glaube ich, Messer herstellen, die dann 2 Balken haben. Wo du dann praktisch immer... 2... mit einem Messer praktisch 2 killen kannst, ohne dass es gleich vor die Hunde geht. Das ist die Frage, ne? Runa oder nah auf? Ziemlich wahrscheinlich hoch. Gibt wahrscheinlich nur einen Weg. Sagen, da rennt doch irgendwas rum, oder? Ja, ich glaube. Headshot. Okay. Bam! Bud Spencer Terrence Hill Style. Kann ich auch. Schön auf die Schnauze. Weg mit euch! Jetzt kommen bestimmt gleich noch Klicker dazu, warte. Das war verdammt knapp.
Ja, oder fröhliches Sammeln, ne? Das wäre aber jetzt auch unfair gewesen, oder? Klicker noch dazu? Ich verbinde mich mal. Also ich habe jetzt so auf die Schnelle auch nichts schimmern sehen, großartig. Ja, ich guck trotzdem nochmal durch. Am Ende bist du immer pissig, wenn du nicht alles durchgeguckt hast. Immer scheiße. Aber wir müssten es jetzt eigentlich bald zum Rathaus geschafft haben. Weit kann es nicht mehr sein. Spinnt mein Handy, ey. Bitte? Mein Handy hat gerade gesponnen. Ja, meins spinnt die ganze Zeit. Okay, wo muss jetzt das Brett nochmal hin? Hier, ne? Ah, da vorne ist das Rathaus. Drüber, ja. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Futze! Es ist ein wenig porös. Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber ah, das war noch ganz schön weit weg. Was für eine Aussicht. Naja. Kommt, hier lang. Kann man sehen, wie man will. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Ja, Ma'am. Ja, Miss Man. Miss Man. Ist doch schon noch ein gutes Stück, ey. Da kommt noch was. Ach, jetzt auf einmal ist es nur noch 2 Meter entfernt. Ja, ja. Ist halt. Nee. Zeitsprung. Aber, ich würde sagen, das wär's dann für heute. Wir machen hier einen Cut. Ja, the next time. Weiter geht's nach deinem Urlaub. Urlaub? Urlaub. Ja. Weiter geht's nach dem Urlaub und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Sowohl die Leute auf Twitch, die jetzt praktisch dann mit uns den Abend verlassen, und auch die Jungs und Mädels, die das sich auf YouTube angucken wollen. Oder angeguckt haben, weil sonst würden sie das jetzt hier nicht hören. In diesem Sinne, wir sind dafür raus für heute. Wie gesagt, demnächst geht's weiter. Und dann schauen wir mal, was hier bei The Last of Us noch so alles passiert. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ordentlich viel Spaß in der nächsten Zeit. Es wird jetzt wieder kälter und düsterer da draußen. Egal, ich gehe in Urlaub. Ende September, ja, du. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns mit einem herzlichen Ciao, Ciao und Servus. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.